Der Korb wird zweimal am Tag gefüllt. Nico Grunert legt Obst und Gemüse rein, das er nicht mehr verkaufen kann, aber zu schade ist für die Mülltonne. Wer möchte, kann sich Äpfel, Salat oder Pilze kostenlos mitnehmen. Um den Kunden zu helfen, die zum Monatsende nicht mehr so viel Geld haben, ja, oder wo es ein bisschen knapper ausfällt, oder die Studenten. Heute Morgen hat mich ja wirklich berührt und hat sich wirklich tatsächlich eine Kundin bedankt. Ja, nicht für sich selber, sondern für die Gemeinschaft, ja, dass wir die Möglichkeit dann schaffen, ja, sich daraus zu bedienen. Nico Grunert sortiert täglich die Lebensmittel aus, die nicht mehr lange haltbar sind. Vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums nimmt er sie aus dem Regal. Diese Lebensmittel holt die Tafel ab. Die Tafel, die kommt ja bei uns alle zwei Tage, ja, wie in jedem Rewe-Markt. Ja, und die haben halt, wie gesagt, wenn jetzt ein Rettich, ja, den wir jetzt gerade aktuell rausholen, oder die schrumpelige Paprika, ja, die ist halt in zwei Tagen, ist jetzt nicht mehr so der Knaller, so dass man das der Tafel zumuten können. Also es gibt doch einige Sachen, die lässt die Tafel auch da, ja, wo die sagen, okay, ist jetzt nicht mehr brauchbar, ja, und das wollte ich halt vermeiden. Obst und Gemüse gehören zu den schnell verderblichen Lebensmitteln und deshalb sind sie von der Kennzeichnung mit Mindesthaltbarkeitsdatum ausgenommen. Seine Mitarbeiter beurteilen sie nach Aussehen und Geruch. Die hat ja jetzt hier einfach nur eine Druckstelle. Das ist ja im Prinzip nichts Schlimmes, aber kaufen würde sie halt keiner mehr. Aber sie ist zu schade zum Wegwerfen auf jeden Fall, weil wenn man das Stück wegschneidet, kann man den Rest ja noch essen. Seit Ende Juli läuft die Aktion. Grundsätzlich dürfen sich alle aus dem Korb bedienen. Da macht der Marktleiter keinen Unterschied. Seine Stammkunden kennen die Aktion. Ich bin alleine, lebe alleine. Also ich lasse es liegen für die anderen. So eine tolle Idee. So eine tolle Idee. Und alle Achtung vor dem Geschäftsleiter. Kommerziell haben sich wahrscheinlich die Unternehmen lange gegen gewehrt, weil es natürlich immer die Angst ist, dass die Preise kaputt macht. Aber ich meine, es sind ja jetzt sehr kleine Mengen. Also ja, man sollte ja nichts wegschmeißen. Ich habe drüber gelesen, aber habe es selbst noch gar nicht gesehen. Und jetzt gucke ich so und denke, ja, zum Wegwerfen zu schade. Macht halt ein bisschen mehr Mühe, aber ich nehme es mal mit. Der Marktleiter Nico Grunert macht eigentlich nicht viel Aufhebens von seiner Aktion. Aber weil er sich viele Nachahmer wünscht, macht er sie im Internet bekannt. Die Resonanz ist riesig. 700.000 Menschen, ja, allein auf meiner Seite, die sie erreicht hat. Ja, ich glaube, das ist schon ein Argument, ja, wo man wirklich drüber reden sollte, ja, ob der Handel das vielleicht auch so machen könnte. Seine Hoffnung, andere übernehmen die Idee. Wenn jeder ein bisschen was tut, dann sieht die Welt schon ganz anders aus. Nico Grunert hat in seinem Markt in Andernach zumindest schon einmal einen Anfang gemacht.